Jo, da wären wir wieder. Und ich habe mir was Schönes einfallen lassen. Also ja, anscheinend sind wir wirklich gerade in so einer kleinen Phase, wo es einfach nur darum geht, Zeit verstreichen zu lassen. Natürlich könnte ich jetzt auch anfangen, keine Ahnung. Was könnte ich echt machen? Mist, ich hatte mir gerade so schön überlegt, ach ja, jetzt fange ich doch mal an, die Fabrik ein bisschen zu sortieren, ein bisschen aufzuräumen, das Ganze ein bisschen, ne, schicker zu gestalten und also einen Kleinkram zu machen. Aber mir fiel ein, ich kann die Zeit, die wir verstreichen lassen müssen, um weiterzukommen, verringern, indem ich jetzt einfach mehr Fabriken baue, die die Sachen machen, die gemacht werden müssen. Wie zum Beispiel lila Tränke herstellen mit Effektivitätsmodulen. Weil das dauert echt ewig. Es dauert tierisch lange. Und eigentlich müsste ich noch viel mehr davon holen. Also eigentlich müsste ich auch in ein paar Folgen wieder losgehen, ein, zwei Basen zerstören. Und ja, wenn wir die ganzen... Was ist da los? Hä? Oh, Kupfer wird angegriffen. Aber du musst doch was schießen, oder? Ja, 6 Türme schießen. Ich laufe nochmal ganz kurz hin, um sicher zu gehen und zu gucken, wie viel Schaden da so reinkommt und so. Aber ich denke, bis ich da angekommen bin, ist alles schon repariert. Ja, aber zurück zum Thema. Ich denke, ich baue jetzt wirklich 4 Fabriken, die alle Alien-Artefakte zu den Tränken machen. Wow! Wo muss ich hinstellen? Da muss... Da. Wechseln. Wo stehe ich? Wo stehe ich? Wo stehe ich? Wo stehe ich? Okay. Okay. Kein Turm ist zerstört worden? Nein. Warum? Wow. 1, 2, 3, 4, 5 Könige. Ja gut. Das erklärt, wie die durchkommen konnten. Reparaturroboter? Und Gott sei Dank bin ich hier hingelaufen. Das wäre richtig teuer geworden, wenn die irgendwas kaputt gemacht hätten. Oh, Reparaturroboter sind da, aber nichts zum Reparieren. Ja gut, das, Oh, die haben jetzt eine Animation? Oder hatten sie die schon immer? Ah, sehr cool. Okay, also ich muss... Ich denke mal noch ein paar mehr Reparaturroboter hierher bringen. Und ein paar mehr Packs. Nur für den Fall, weil die... Guck mal, wie schnell die verbrauchen, ne? Das ist krass. Drück wieder alt. Wie voll seid ihr? Nicht so voll. Seid ihr alle ausgelastet? Nö. Kommt ihr hinterher? Nö. Kann ich noch ein Vierer-Drill bauen? Ja, bauen wir noch 2 Vierer-Drills. Und repariert endlich weiter. So, also das da oben ist okay. Es braucht definitiv mehr Türme. Wobei 4 Könige jetzt schon ganz schön viel war. Das wird von irgendeiner Basenaktion von mir gewesen sein. Dass sie noch hinterhergelaufen sind und dann da stumm gemacht haben. Ja, trotzdem 1, 2 Türme noch mehr dahin. Schön weiter Turm Schaden erforschen, sobald sie die Tränke ein bisschen erholt haben. Jetzt die 4 Fabriken bauen für lila Tränke. Am besten relativ nah an den anderen Tränken dran. Also hier, wo die Türme sind. Was ein bisschen schade ist. Hammer, Shift rechts, Shift links. Dann wandere ich mit denen einfach hier hin. Dann müsste das auch passen. So, und hier würde ich dann ganz gerne auch noch Giftkapseln machen. Fällt mir gerade auf, wo ich das so sehe. Weil ich mecker andauernd, dass ich keine Giftkapseln habe, wegen Bäume zerstören und so. Mache ich hier mal hin. Also Shift rechts, Shift links. Warum kann ich das... Na gut, dann halt so. Laser Turret. Shift rechts, Shift links. Das einfach abreißen. So, dich beschränken. Das wird sonst teuer. Und die Sachen kommen hier angeflogen. Gut. Du bekommst keine Speed-Module. Du bekommst einfach nur Effektivitätsmodule. Wovon ich übrigens noch eine ganze Menge bräuchte. Und du musst jetzt nicht mehr irgendwie beschränkt werden. Mach einfach so. Mach da ein Stack voll und gut ist. Da muss man nicht großartig. Ne? So. Okay, das waren die. Dann hätte ich gerne... Kann ich das so jetzt einfach hier raufsetzen? Das ist wieder falsch rum, ne? Ja, das ist falsch rum. Dann... Mach's richtig rum. Kopier einfach... den hier. Zack. Jo. Dahin bitte.
müssten die Roboter jetzt eigentlich alles richtig setzen. Und die hier sind auch nicht eingestellt. Das könnte ich nochmal machen. Wenn ich das hier zukünftig nochmal als irgendeine Vorlage benutze, dass die Kisten alle schon beschränkt sind. Achso, Shift links, Shift links, Shift links. Alles beschränkt? Alles beschränkt. Guti. Was ist mit Rot und Grün und Dingens? Die kommen recht schnell hinterher. Na ja, okay. Also, überall einfach Shift rechts. Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Das sind jetzt 50. Ich überlege mir gerade, ob ich die vielleicht alle ein bisschen runterstellen sollte. Auf vielleicht so 20. Damit, wenn wir, sagen wir mal, ich gehe jetzt jagen. Und dann kriegen wir 150 oder so Alien-Artefakte. Und die sind im System. Dann werden vielleicht nur 3 Fabriken befüllt. Obwohl eigentlich 5 Fabriken befüllt werden könnten. Deswegen, wenn ich es geringer einstelle, wie jetzt hier halt 20, dann sollten alle was abbekommen. So, und einstellen sollte ich euch auch noch, dass ihr bitte Lederträger herstellt. Nein. Das war die falsche Taste. Shift rechts. Ah, jetzt geht's doch. Gut. Das. So, ihr braucht jetzt alle noch die da. Da. Ich brauche mehr davon. Was ist heute los mit mir? Tu das da rein. Du. So. Und jetzt sollte ich die eigentlich schon in Ruhe lassen können, richtig? Die baue ich jetzt mal um. Und tue es in die Kiste rein, damit es hier verteilt wird. Das gleiche mache ich hier. Genau, du musst auch runter auf 20. Und ich tue dich hier unten mit rein, damit ein Roboter ankommt, das neu verteilt. Aber sieht schon gut aus. 1000 allein in der Kiste hier. Im System sehe ich gerade 1300. Und die Laserdinger kosten ja auch gar nicht so viel. Das wär's dann du, ne? 500 Stück, ja. Das kannst du schon mal machen. Was recht viel gekostet hat, war das, was ich eigentlich brauche. Nämlich der da. 2450. Weil Roboter werden immer noch ein Problem sein, hm? Na, obwohl geht. Obwohl ich jetzt Eisen und Kupfer über Roboter laufen lasse, also die Erze von der Bahn, haut das hin. Und wir haben inzwischen 105.000 Kupfer. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, also ich habe die Basis gesichert. Oben, also ich habe nachgeguckt. eine zweite Reihe Tungstenmauern wäre vielleicht noch ganz nett. Ich könnte das auch mal automatisieren, ne? Wir hatten doch hier gerade eine Fabrik, die Lasertürme herstellt, richtig? Irgendwo hier. Genau. Hier oben wollte ich die Giftkapsel noch hinmachen. Den könnten wir hier unten Tungstenmauern machen. Und irgendwo anders brauche ich auch noch den Komplex, der dann die Topastürme macht. Oder hat das Gerogo in der Vergangenheit schon mal irgendwie gemacht und ich habe es mal wieder vergessen? Na, schaut nicht so danach aus. Ja. Aber gut, eins nach dem anderen. Erstmal hätte ich ganz gerne Giftkapseln. Du brauchst Stahl, grüne Chips und Kohle. Stahl. Grüne Chips. Und Kohle. So, beschränken bitte auf... Ja, ein Stack, ist okay. Und du, noch viel einfacher, Tungsten-Plated Wall. Da sollte ich aber mit intelligenten Ärmchen arbeiten, weil sonst habe ich gleich kein Tungsten mehr und dann brauche ich das für irgendwie ein Hightech-Zeug und das wäre dann doof. Momentan haben wir 3600 Tungsten. Das heißt, du hättest jetzt gerne... Und was war Tungsten? So, Metallzeugs, Gedöns da. Tu mal 50 Tungsten da rein. Schnapp dir intelligentes Ärmchen. Und du tust nur Tungsten da rein, wenn... Was war das? Wenn Tungsten kleiner... Nee. Wenn Tungsten größer ist... Arbeiter. Geht das vielleicht... Egal. Wenn Tungsten größer ist als, sagen wir mal, 1000. Also es muss immer mindestens 1000 im System sein. Sobald unter 1000 im System ist, wird keine Mauer mehr hergestellt. Das heißt, alles über 1000 wird zu Mauern verarbeitet. Habe ich jetzt richtig formuliert, richtig? Richtig. Das waren viele Richtigs. Du, da. Beschränken... Mache ich dich trotzdem.
weil, mal ernsthaft, wir brauchen nicht mehr als 200 Tungstenmauern zu jedem Zeitpunkt, oder? Ja, also beschränkt das mal. Verwurstet jetzt 2300 Tungsten zu Mauern. Macht das bitte ein bisschen stromsparend, weil ich will ja nichts riskieren. Ich will Akku erstmal irgendwie auf 10 Gigajoule oder so bringen, dann passt das schon eher. Giftkapseln kommen angeflogen, das ist sehr schön. Dich reduziere ich wieder. Warte. Nee, dich reduziere ich nicht. Ich würde ganz gerne jetzt den 6er bauen. Dann brauche ich wieder mehr Rubber, wieder mehr Stein. Stein sollte ich eh mal ein bisschen mehr anfordern. So. Wie schaut es eigentlich mit den Frames aus? Highly Advanced Frames bräuchte ich. Und Advanced Frames. Die sollten hier, glaube ich, hin. Exits, Frames und was weiß ich. Aber das jetzt auszuautomatisieren ist. Weiß ich nicht so recht. Nö, ist okay. Ihr seid alle fleißig? Jupp. Laser Turret Damage kommt, ist aber irgendwie nicht ganz so schnell, wie ich gedacht hätte. Wollen wir dich eventuell verdoppeln? Hier noch so hin? Obwohl, das wird jetzt immer länger dauern. Bin ich mir relativ sicher. Das ist nur 60. Oh ne, dauert immer 60. Ich bin trotzdem einen kleinen Ticken ungeduldig. Weißt du was? Mach mal hier kaputt. Mach mal da. Blueprint von. Und es würde gut aussehen, wenn ich ihn dahin bappen würde. Denn wäre hier das schöne Feld und rechts daneben so ein Doppelpark Science-Dinger. Aber das da ist im Weg. Nee. Mehr Akkus. Einfach mehr Akkus, mehr Solarzellen, dann kann ich die wirklich irgendwann abreißen. Auch wenn ich vor kurzem ja schon gesehen habe, dass das, ne? Noch geringfügig problematisch ist. Na ja. Woran hat es bei euch eigentlich? Immer noch Batterien. Ich denke, ich muss die ganze Ölverarbeitung weiter ausbauen. Also nicht das Öl selber. Ich brauche gar keine Batterien. Nee, ich brauche gar keine Batterien. Okay, dann habe ich mich vertan. Ich hatte es irgendwie im Kopf, dass die Capacitor-Dinger hier Batterien brauchen. Aber es hängt gerade nur an der... Woran liegt's? An der Befüllung? Wo sind meine schnellen Ärmchen? Habe ich schnelle Ärmchen schon? Und genau deswegen will ich die Sachen sortieren. Ich will wissen, wenn ich irgendwo ein Ärmchen sehe, in meinem ganzen Wust aus Fabriken, dass alle anderen Ärmchen da in der Nähe sind. Und nicht da gelb, da grün, da blau und hell... blau nirgends. Gib die da her. Bau. Die da. Mach den kurz weg, weil er dauert zu lang. Und häng den hinten wieder dran. Da. So, ganz schnelle Ärmchen. Komm bitte. Da hinten. Du kommst da hin und... Was war das? Schiff Mitte? Schiff Mitte. Du. Rein, rein, rein. Raus, 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 rein, raus. Keine Ausreden mehr hier. Chop, chop. Ganz viele Weak Capacitors. Gott. Du machst... Was machst du? Du machst normale Capacitors. Die brauchen wir nicht. Du machst die anderen Capacitors. Oh. Okay, das macht noch weniger Sinn, weil wir haben nicht genug Weak Capacitors. Ich bräuchte eigentlich noch eine Fabrik für die Weaks, hm? Ja, bräuchte ich. Könnte hier unten, also wenn ich später die ganzen Ärmchen zu Ärmchen packe und alles besser sortiere, hätte ich hier unten hier ein Feld frei. Dann könnte ich hier unten nochmal ein Weak hinbauen. Oder zwei Weak hier und den nach da und den nach da. Wobei das ein bisschen viel Arbeit wäre.